Hallo Freunde, willkommen zur Vorstellung des neuen Rockart-Heftes, gerade druckfrisch angekommen. Ich halte es mal direkt erstmal in die Kamera, weil wir diesmal ein ganz besonderes Cover haben anfertigen lassen, zeichnen lassen. Ist sehr schön geworden, wie ich finde. Und zwar zur Titelstory. Wir haben einen Jahresrückblick, Best of 2013. Dazu auch eine CD extra gemacht mit den unserer Meinung nach besten Songs der besten Bands aus dem ja, noch nicht ganz beendeten Jahr 2013. Wir haben diesmal auch 148 Seiten. Ja, ich fange mal einfach vorne an. Auf den News haben wir diesmal einen schönen Spruch von Jürgen Klopp. Wird vielleicht auch die Schalker amüsieren. Ein paar Skurrilitäten haben wir ausgepackt. Diesmal zu Nachtmystium. Sachen, die im Internet auch schon gar nicht mehr stehen, die schon gelöscht worden sind. Bei uns stehen sie noch. Es gibt Neuigkeiten vom Rockart Festival. Wir haben zwei neue Bands bestätigt. Triptykon und Pretty Maids, also es geht voran mit dem Billing. Im Schwatzkasten haben wir diesmal Erlend von Quellertag, auch ein ganz spannender Charakter. Von den Jungs weiß man ja noch gar nicht so viel unbedingt. Dann das große Jahresrückblick-Special. Wir haben nochmal alle Bands, die wir besonders herausragend waren, vorgestellt. Auch teilweise mit neuen Interviews, geben auch einen Ausblick aufs nächste Jahr, was wir uns erhoffen, was wir uns so denken, was 2014 im Rock und Metal passieren wird. Das alles ziemlich ausführlich. Dann ein schönes Interview mit Ghost, die sind ja immer sehr spannend, auch ein bisschen kontrovers. Wir blicken mal so ein bisschen dahinter, was bei denen so abgeht. Dann ist ein relativ langes Iced Earth Interview, natürlich auch unter anderem wieder mit John Schaffer, der auch mit nichts hinterm Berg hält. Ist ein relativ kontroverses Gespräch geworden. Es geht natürlich auch wieder um Politik. Er hat also seine eigenen Ansichten. Kann man so stehen, wie man will. Ist aber auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, natürlich viele weitere Interviews im Heft. Orchid hatten wir hier gerade. Roger Taylor haben wir da von Queen. Den Schlagzeuger hat ein neues Soloalbum gemacht. Ist sehr gut geworden. Auch mal spannend, so jemanden im Gespräch zu haben. War ja bislang im Rockart noch nicht direkt vertreten. Def Leppard haben wir da, die sind natürlich spaßig wie immer. Deicide auch sehr lesenswert. Glenn Benton ist ja immer gut für markige Sprüche und ja, kontroverse Ansichten. Auf jeden Fall eine Sache, die man sich angucken sollte. Wir stellen euch auch vor unsere Lieblingsplatten, Lieblingskonzerte des letzten Jahres, die komplette Redaktion. Könnt ihr ein bisschen gucken, ja, mit wem ihr da übereinstimmt, wo es gar nicht passt, wer überhaupt keine Ahnung hat, gibt es ja auch. Große Weihnachtsverlosung ist dieses Jahr, natürlich wie immer in diesem Monat. Wir haben wieder einiges für euch ausgepackt. Bassverstärker sehe ich hier gerade, Boxsets von diversen Bands, Dream Theater zum Beispiel. Ja, große Teufelboxen zum an die Wand hängen oder ins Regal stellen. Also viele wertvolle Dinge. Viele Plattenfirmen haben uns auch CDs, T-Shirts und so weiter geschickt. Wir wollen von euch natürlich wissen, was sind eure Lieblingsplatten gewesen dieses Jahr? Was waren die größten Katastrophen, die größten Peinlichkeiten, die besten Sprüche? Dafür gibt es wie immer den Leserpoll im Heft, den Bogen. Könnt ihr ausfüllen, könnt ihr auch in eine Mail tippen, müsst ihr nicht rausreißen. Wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Ganz besonders auch, weil wir auf der Rückseite diesmal eine Leserumfrage haben, wo wir von euch einige Dinge wissen wollen, um das Heft zu verbessern. Also ist für uns auch eine sehr wichtige Sache, um zu sehen, wie steht ihr so da, was möchtet ihr gerne, was findet ihr nicht so gut, wo gibt es Kritik. Dazu gibt es die Leserumfrage diesmal, die machen wir ja nicht jedes Jahr. Wäre super, wenn da ganz viele Leute mitmachen würden. Ja, was haben wir noch? Natürlich viele weitere Interviews. Wir waren im Studio bei den Broilers und bei Axel Rudi Pell, haben schon mal in die neuen Platten reingehört. Dann haben wir ein 15-seitiges Special zum Thema Musik machen. Das machen wir ja traditionell auch im Winter. Da diesmal ein sehr spannendes Interview mit Jens Bogren, dem Produzenten. Stellen einiges an Equipment vor und geben euch recht ausführlich Tipps, wie ihr selber Musik aufnehmen könnt zu Hause. Also Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang. Da geben dann Leute, die viel praktische Erfahrung haben, Einblicke und sagen euch, wie man das ohne Riesenaufwand auch gut hinbekommen kann. Für alle Musiker unter euch sicherlich sehr spannend. Ja, dann unterhalten wir uns noch mit dem Pyrotechniker von In Flames. Eine sehr explosive Sache, auch mal was anderes.
und haben einen Rodi ausgegraben, ein ganz besonderes Exemplar seiner Gattung. Der erzählt so einige Sachen, die man vielleicht in anderen Heften nicht lesen würde. Auf jeden Fall eine sehr rock'n'rollige Abwechslung, kann ich schon mal verraten. Ja, viele weitere Interviews natürlich, unter anderem Boston haben wir diesmal sogar am Start. Da gab es ja auch lange nichts mehr zu hören. Tab Moreau sind wieder da. Natürlich Krach von der Basis mit den üblichen, teils sehr extremen, auch teils sehr spannenden Bands. Die Leserbriefe kontrovers wie immer. Und natürlich auch wie immer ein sehr ausführlicher Plattenteil. Also wir stellen natürlich wie immer die neuesten CDs und so weiter vor. Wer jetzt gute Augen hat, kann sehen, was Platte des Monats geworden ist. Ich verrate es jetzt noch nicht, aber werden bald eh alle wissen. Das geht ja schnell rum. Der Teil ist wie immer sehr ausführlich. Und wir haben auch diesmal einen sehr ausführlichen Live-Teil mit Konzertberichten, Festivalberichten. Unter anderem Hammer of Doom waren wir. Dann Bands wie Volbeat, Ghost, Queensryche, Deep Purple und so weiter und so weiter. In Extremo, Amon Amarth. Also alles, was in den letzten Wochen gespielt hat, haben wir uns angesehen und haben großformatige Fotos und auch längere Texte dazu. Ja, und da sind die 148 Seiten auch schon vorbei. Natürlich wie immer, Rockhard vor 10 Jahren, sehr unterhaltsamer Ausklang des Heftes. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, euch das Ding zulegt, ist auf jeden Fall eine Menge drin, sollte für jeden was dabei sein. Tschüss.